Mario, sag mir mal, wer du bist und was du machst. Ja, du hast schon gesagt, ich bin Mario, Mario von der Kracht, komme aus Einarten und bin der Chefredakteur von Grill. Das ist ein Kulturportal für junge Leute der Großregion. Und wie arbeitest du? Ich habe erstmal 10 junge Redakteure, zwei Redakteure pro Region, die ich verschieden einsetze, die ich zu Veranstaltungen schicke, die mir selber Veranstaltungstipps schicken, die mir auch Berichte von Veranstaltungen schicken, und die setze ich dann bei mir auf die Seite online. Und wir arbeiten dazu noch mit den sozialen Netzwerken, das heißt Facebook, YouTube, Flickr, die ganzen Sachen, und stellen da unseren Inhalt, stellen wir da nochmal online und verlinken ihn dann, damit die Leute auch auf unsere Seite fallen. Und wie beziehst du die Informationen, also wenn es jetzt nicht von den Redakteuren selber sind? Das geschieht durch Plurio, weil Plurio.net hat halt diese Datenbank, die uns sehr interessiert, und wir beziehen quasi unsere Veranstaltung aus der Datenbank von Plurio. Das heißt, ich gehe dann auf plurio.net, schaue, was in welcher Region gerade so ansteht, was gerade cool ist für die Jugendlichen vor allen Dingen, und setze das dann auf unsere Seite online. Seit wann kennst du Plurio.net? Seit wann kenne ich Plurio.net? Seit 2 Monaten, seitdem ich der Chefredakteur von Grill bin. Vorher kannte ich es nicht. Was natürlich total toll an der Zusammenarbeit zwischen Plurio und Grill ist, sind die Mitarbeiter von Plurio. Super. Ja. Dankeschön.